welche kleine Handfettiger da unten drunter damit. Ich kriege ja bei jeder Bewegung ein bisschen Luft rein, das ist auch nicht lustig. Ach so. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur diesjährigen Junior-Uni an der TU Bergakademie Freiberg im Livestream aus dem Hörsaal Prüferstraße hier an unserer Universität. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen, liebe Kinder, Eltern, Großeltern, andere interessierte große und kleine Leute und sagen vielleicht jetzt erstmal was zum Ablauf. Ganz herzlich begrüßen wir unseren Theolino. Hallo Theolino. Hallo Theolino. Unser Maskottchen für die Junior-Uni. Wir stellen uns kurz vor, das ist Christiane. Und das ist Katrin. Wir sind vom lokalen Netzwerk Kleine Forscher an der TU Bergakademie Freiberg und würden euch heute Vormittag durch das Programm führen. Euch erwarten zwei spannende Vorlesungen und ich denke, wir werden neue, interessante Sachen erfahren, einmal aus dem Tharander Wald, aber auch aus Hackers Hexenküche. So, es gibt auch dieses Jahr wieder einen Wettbewerb für euch, wie ihr das schon im letzten halben Jahr kennengelernt habt. Dazu schickt uns bitte wieder ein selbstgemaltes Bild oder ein Foto von der Junior-Uni zu Themen oder Experimenten, die euch gefallen haben. Und ganz neu, ihr könnt auch selbst ein Video zu Hause erstellen und uns das zukommen lassen. Bittet dann eure Eltern, entweder die Beiträge per Post oder per E-Mail an uns zu schicken oder eben auch persönlich im Campus-Café SIZ Prüferstraße 2 abzugeben. Und bitte vergesst nicht, euren Namen, eure Adresse und euer Alter auf die Rückseite des Bildes oder des Fotos zu schreiben, weil es gibt dann unter allen Einsendern werden dann wieder Dankeschönbriefe verschickt und außerdem werden dann auch noch 5 Büchergutscheine wieder verlost unter den Einsendungen. Und dazu brauchen wir natürlich eure Namen und eure Adressen. Die Büchergutscheine, die werden dann im August von unserem Theolino ganz persönlich gezogen. Dazu wird auch wieder ein Video erstellt, das dann auf der Webseite wieder hochgeladen wird. Und eure Bilder und Fotos, die werden dann wieder in einer Ausstellung im Lichthof des Campus-Cafés im SIZ wieder ausgestellt werden. Das wird von Mitte August bis Ende September sein. Einsendeschluss für eure Beiträge ist dann der 31.07.2021. Und eure Videos, die ihr uns schickt, die werden dann auf der Website der Uni mit hochgeladen. Und außerdem können auch wieder sehr gerne ganze Schulklassen oder Kindergartengruppen mit teilnehmen. So, das ist erstmal die Information zu den Wettbewerben und jetzt gebe ich an Katrin weiter. Ja. Nochmal herzlich willkommen in nah und fern. Man könnte jetzt wie im Fernsehen sagen, wir begrüßen unsere Zuschauer auch in Österreich und der Schweiz. Ein besonderer Gruß geht nach Luxemburg, aber auch zum Beispiel nach Neukirchen zu unseren kleinen Freunden. Genau, da sollen wir auch mal ganz herzlich winken. Ja, wir kommen zu unserem ersten Vortrag. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Rolf Mögel zu Gast haben, einen Pädagogen im Unruhestand. Er ist Gründungsmitglied und Vereinsvorsitzender des Vereins Geologie im Tharander Wald. Er ist Gästeführer Erzgebirge. Und der Verein Geologie im Tharander Wald ist auch Mitglied im Verein Geopark Sachsens Mitte. Der Geopark Sachsens Mitte ist hier gleich um die Ecke. Das Herzstück ist der Tharander Wald. Viele von euch Zuschauern kennen den. Ein Katzensprung von Freiberg weg. Vielleicht ein Tipp auch für Schulklassen, Kindergartengruppen, dort mal vorbeizuschauen. Hinweis auf die Aktivitäten im Geopark findet ihr auf der Website des Geoparks, aber auch bei uns auf der Uni-Seite. Wir freuen uns sehr, dass Herr Mögel heute hier ist und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an Sie. Danke. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Eltern, Großeltern und Interessenten an dieser Veranstaltung.
Natürlich gehörst du mit dazu, na klar, das ist doch wichtig. Ja, herzlich willkommen im Geopark Sachsens Mitte, weil in diesem Geopark einer der Mittelpunkte Sachsens ist. Bei Naundorf am Südwestrand des Tarnder Waldes. Ja, und ich möchte euch mitnehmen auf Tour und viele Dinge mal vorstellen, die also innerhalb dieses Geoparks Sachsens Mitte existieren. Werte, Wissen, Wandel. Werte, das ist das natürlich, was wir vorfinden. Wissen können wir uns aneignen, indem wir das, was wir vorfinden, uns anschauen. Und wandeln, ja, die Zeit hat manche Narben geschlagen, wenn wir an unseren Wald denken durch den Borkenkäfer. Ja, liebe Kinder, mal sehen, was wir alles entdecken können. Ich bin hier in Tharandt als Gästeführer Erzgebirge. Ihr findet immer unten die Zeile, wie ihr mich erreichen könnt. Und bin auch gern bereit, euch alle da so durch die Gegend zu führen. Ja, was ist denn eigentlich der Geopark Sachsens Mitte? Wo befindet er sich? Wir haben also hier Freiberg, ja, wo wir jetzt sind. Wir haben im Nordosten Wilsdruff, im Osten Dresden, Freital und wir haben im Süden Altenberg und Frauenstein. Also dieses Gebiet ist dieser Geopark Sachsens Mitte und mittendrin ist der Tharandter Wald. Und der Tharandter Wald ist berühmt geworden durch seine vielfältige Geologie. Und es gibt da eine ganze Menge zu sehen. Alle, die in Freiberg studieren, haben mindestens einen und mehrere Spaziergänge unter wissenschaftlicher Betrachtung durch den Tharandter Wald getätigt. Auf die Einzelheiten dieses schönen bunten Bildes will ich heute nicht eingehen, das ist nicht unbedingt unser Thema, aber ich kann zu euch kommen mit einem solchen Bild hier, einer Tafel, wo links und rechts die Gesteine des Tharandter Waldes dargestellt sind und das mitten im Geopark, das heißt also ich kann an die Schule kommen oder wir können auf Veranstaltungen uns das anschauen und dann erkläre ich das. Ja, was haben wir denn alles am wesentlichen Gesteinen? Da habe ich einige mitgebracht. Und zwar zum Beispiel vulkanische Gesteine. Das ist also der Porphyr. Ja, der Porphyr, der kommt in verschiedenen Farben vor und wir können den im Tharandter Wald finden, natürlich auch in so etwas dunklerer Form. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Das ist der Kugelpechstein bei Spechtshausen. Das ist ein Geotop, welches unter Naturschutz steht. Da darf also nicht herumgeklopft werden. Ich lese dann immer mal ein Stückchen auf von Leuten, die also undiszipliniert waren und da herumgeklopft haben. Aber was interessant ist, dort findet man auf dem Weg kleine Kugeln, deshalb ja auch Kugelbechstein. Dort darf man mal so was auflesen. Wenn ich also mit Schulklassen dort bin, ja, dann kann man diese Dinge anschauen und der eine oder andere nimmt dann von Erbsengröße bis ja, hier so kleine Kartoffel mal mit nach Hause. Das geht. Ja, was haben wir noch im Tharandter Wald? Das ist der Basalt, der Ascherhügel beispielsweise und der Landberg. Mit diesen dunklen Gesteinen, dazu zeige ich dann auch noch ein paar Bilder. Auch ein vulkanisches Gestein ist der Diabas, den findet man zwischen Koordhata und Tharandt. Das war ein untermeerisches Vulkangestein. Naja, und in der Nähe, hier gar nicht so weit weg, Niederpobritsch-Nauendorf, haben wir die Granite, den Granitsteinbruch. Auch das hat was mit Vulkanismus zu tun gehabt. Ja, und dann liegt so ziemlich obendrauf im Tharandter Wald Sand und Sandstein. Habe ich hier ein schönes Stück mit so ein bisschen Eiseneinschluss. Ja, oder bei Nauendorf kann man Glück haben, dass man fossile Einschlüsse findet. Da muss man natürlich sich ein bisschen bücken und gucken. Ja, Muschelabdrücke und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und ganz obendrauf haben wir Lössleben. Das ist noch so ein Stückchen Eiszeitgeschichte. Denn das Inlandeis ging bis hierher in etwa. Und die Stürme haben dann dieses feine Pulvermaterial weit weggetragen und eine Schicht gebildet, daher auch der Name Lößnitz oder Lößnitzgrund. Das ist also ein sehr fruchtbarer Boden. Ja, und als Ablagerungsgestein haben wir natürlich auch noch Schiefer. Ja, man kann das spalten und ihr kennt alle Dachschiefer. Ja, dieser graue, in manchen Gegenden auch leicht rötliche oder ganz helle Schiefer.
Und was das Erzgebirge eigentlich prägt, ist der Gneis, das Gneisgestein. Hier habe ich eins aus der Wilden Weißeritz, abgerundet, ganz heller Glimmer, flimmert so schön, manche sagen Katzengold dazu. Es ist aber Muskovitglimmer. Und man kann das natürlich, hier sieht man das an diesen Schichtungen, dieser dunkle mit sogenannten Biotit-Glimmer versetzte Gneis, den man auch zu Platten schneiden kann für Fußböden und ähnliches. Hochglanz polieren lässt sich es leider nicht, weil da eine gewisse Porosität ist. Also das sind so die wesentlichsten Gesteine in unserem Tachernder Wald. Schauen wir mal weiter. Wie sieht denn das aus? Mal ganz grob ein Bild. Also nochmal, hier haben wir Freiberg, hier haben wir Mohorn. Hier auf der anderen Seite haben wir die Klingberg mit der Klingberger Talsperre. Dann mittendrin im Tachernder Wald liegt Grillenburg. Da zeige ich dann auch noch mal ein Bild dazu. Und hier unten im Tal der Wilden Weißeritz liegt Tachernd. Ein Stückchen weiter Freital und letzten Endes die Landeshauptstadt Dresden, wo also auch die Wilde Weißeritz dann in die Elbe fließt. Auf geht's in den Tachernder Wald, sage ich einfach mal. Und hier noch mal ein paar zusätzliche Bezeichnungen der Orte. Wir haben also Nauendorf, Niederschöner, Hetzdorf, Grundmohorn, den Landberg, den werden manche kennen. Von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht bis in die Lausitz. Halt, war zu schnell. Und dann haben wir Spechtshausen, Kurort Hartha und unten im Tal, na, nicht so schnell hier. Nee, das war gut. Ja, da sind wir wieder. Entschuldigung. Und unten im Tal haben wir also Tachernd und Edle Krone hier in dem Weißeritztal. Da wurde intensiv Bergbau betrieben. Und dann haben wir noch Dorfhain, Klingenberg und in der Mitte drin das kleine Örtchen Grillenburg. Nun schauen wir mal weiter. Das ist so ein bisschen die Geologie, ein Stückchen davon, vom Tachernder Wald. Wir haben also hier verschiedene Lehrpfade mit Tafeln stehen, wo erklärt wird, welches Gestein ist gerade unmittelbar in der Nähe. Und da haben wir beispielsweise hier unten in Mohorngrund, wo dieser Parkplatz ist, der erste, wenn man von der Bundesstraße 173 aus Mohorn kommt, da geht ein kleines Tälchen Richtung Landberg und dort haben wir verschiedene Gesteine mit Tafeln dargestellt. Und man hat also die Möglichkeit, diesen Wanderweg, diesen geologischen Wanderweg, bis nach Kurort Hartha zu wandern und wieder zurück. Ein Rundweg von 12, 13 Kilometern. Aber wir haben auch die Möglichkeit, kleinere Touren zu machen, von Mohorngrund zum Landberg und wieder zurück. Das sind so 4 Kilometer. Oder auf der Ostseite von Kurort Hartha aus in den Tachernder Wald hinein mit dem, oh, hier darf ich nicht auftippen, mit dem Ascherhübel. Ja, und dann haben wir eine Tour von Kurort Hartha nach Tachernd, einen geologischen Wanderweg. Man könnte also von Mohorngrund über den Landberg Kurort Hartha nach Tachernd wandern und beispielsweise mit der Bahn wieder Richtung Dresden fahren. Und dann haben Studenten hier einen Bodenlehrpfad angelegt mit Bodengruben. Da kann man mal die Schichten sehen, wie denn die Erde nach unten dann bis auf den Fels aussieht. Das ist also auch eine ganz interessante Geschichte. Nun gehen wir mal los in Mohorngrund. Und da haben wir dieses nationale Geotop, so nennt man das, eine Besonderheit, eine geologische Besonderheit, den Porphyrfächer. Und wenn wir uns das anschauen und würden so oben rechts anfassen und nach unten sozusagen diese Felswand bewegen, dann hätten wir fast einen Fächer in der Hand. Heute bräuchten wir bei den Temperaturen zum Kühlen, aber das ist etwas zum Ansehen. Das Tolle dabei ist, du findest das auch gut, ne? Aber hervorragend, ne? Das Tolle dabei ist, dass man diese Säulen, diese gebogenen Säulen hervorragend sehen kann. Und dieses Objekt war eigentlich mal ein Steinbruch, vor 150 Jahren etwa. Und da haben damals schon Leute gesagt, hört auf, die Steine alle wegzubrechen. Das ist ja eine ganz tolle Naturbesonderheit, eine geologische Besonderheit. Und deshalb ist das geblieben. Und wir
vom Geologieverein, pflegen dann hin und wieder mal, nehmen unten die Sträucher wieder weg oder am Hang seilt sich jemand ab und nimmt den Hangbewuchs raus, damit also die Ansehnlichkeit gewahrt bleibt. Und was hier schön ist, hier unten drin befindet sich also auch eine Sitzgelegenheit oder mehrere, da kann man also wunderschön Picknick machen. Und es gibt sogar eine kleine Naturbühne, da könnte man so ein kleines Theaterstück gestalten. Also wenn ihr mit eurer Klasse mal da losmarschiert, da lässt sich auch sowas gestalten. Ja, und hier habe ich jetzt ein Gestein, nämlich fossil. Ich hatte es vorhin schon mal gezeigt, mit Muschelabdrücken. Eine Besonderheit, die also auch schon an die 90, 95 Millionen Jahre zurückliegt, als hier diese Fläche unter einem Meer verschwunden war und die Sande in den Sanden und so weiter, haben sich dann also diese Muschelabdrücke erhalten. Bei Nauendorf in der Nähe gibt es da also so alte Steinbrüche und wenn man da mal ein bisschen guckt, dann kann man Glück haben und auch einiges dort finden. Ja, und wenn wir durch den Tachender Wald gehen, da gibt es bei uns einen Gästeführer. Und der kann uns so begegnen. Das ist nämlich unser Waldgeist. Der ist fast übers ganze Jahr ausgebucht. Kindergärten, Familienfeiern, Schulen und so weiter. Mit denen geht er dann wandern. Und ich zeige euch auch, wo wir hinwandern können, weil der Tachender Wald hat ja viele, viele wunderschöne Fleckchen, die er uns dann zeigt. Ja? Und das sind solche Dinge, wo man sagen kann, hier haben wir mal in der Natur jemand, der sich, ich sag mal, verkleidet hat und dann uns erklärt, was wir alles Tolles sehen und finden können. Finden kann man vielleicht mal sowas. Ja? Und wer also solch eine Steinpilzgruppe findet am Wegesrand oder mal ein bisschen im Dickicht drin, das ist schon ein Glückspilz. Ne? Das ist ein Glückspilz. Und na, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Die Zeit der Steinpilze kommt erst. Meistens so im September. Momentan ist alles viel zu trocken. Da finden wir leider wenig Pilze. Aber was jetzt wunderschön blüht, ist der Fingerhut. An Stellen, wo der Wald nicht so dicht ist, wo lichte Flächen sind, können wir also solche wunderschöne Fingerhüte, dieses Violett bis Weiß, bewundern. Aber ihr wisst, nicht dran rumspielen, Fingerhut ist giftig. Ja, das sollte man also auch beachten, dass man da nun nicht abrupft und sich dann die Finger ableckt. Ne? Also auch da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ja, im Land der historischen Postwege und Postsäulen. Wer mal aufmerksam durch die Orte geht, findet in vielen Orten Postmeilensäulen. Hier haben wir eine ohne dieser Wappen. Das ist also eine Säule, die zwischen den Wappensäulen zu finden ist, und zwar in Grillenburg, wo man zwischen Nauendorf und Grillenburg abbiegen kann nach Klingenberg. Da steht diese Säule. Und wir sehen ja, da ist auch ein Postminister dabei, nicht im grünen Frack, im gelben Frack, Entschuldigung. Der ist also hier schon jahrelang auf Achse. Wäre auch mal was für dich zum Angucken. Ja, genau. Ja, und wenn wir spazieren gehen, dann haben wir die Möglichkeit, im Tachender Wald diese Stelle aufzusuchen. Das ist das Hexenhäuschen im Basaltbruch Ascherhübel, gut zu erreichen von Spechtshausen aus oder von Kurort Harda aus. Und das ist beispielsweise auch so eine Stelle, wo der Waldgeist manche Kindergruppe hinführt. Weil wir hier auch die Möglichkeit haben, wir seht ja, hier sitzen viele Leute umher, wir haben auch die Möglichkeit gehabt, das durften wir mal machen zu einer Silvesterwanderung, hier ein kleines Feuer zu gestalten. Mussten natürlich den Forst fragen, haben hinterher wieder alles weggeräumt, alles sauber gemacht. Aber ihr wisst ja, es gibt manchmal auch sehr unvernünftige Menschen. Und das sehen wir dann hier. Da ist also der Dreck liegen geblieben. Ein wildes Feuer angelegt, der Dreck ist liegen geblieben. Aber was schön ist, das seht ihr hier, es sind eine ganze Menge Bänke und Tische da. Und
die Fensterladen haben einen Kekscharakter bekommen. Ja, schön zurechtgemacht. Das Häuschen war früher das Haus für den Sprengstoff, denn hier war ein Steinbruch. Und die Steinbrucharbeiter haben natürlich müssen ihren Sprengstoff sicher lagern. Das hat man in diesem Gebäude gemacht. Das Gebäude ist dann nicht mehr genutzt worden, denn 1913 war der letzte Schuss, wie man sagt, wo man dort Gestein, Basalt in dem Falle, abgebaut hat. Und dieses Häuschen, das haben dann Heimatfreunde wieder hergerichtet als Hexenhäusel. Mitten im Tacherner Wald, mit dem schönen Rastplatz. Dann ist auch noch eine Tafel dort. Es ist auch ein Liedertext da, da kann man also singen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Das kann man auch schön spielen. Also hier ist ein toller Platz, wo man lange verweilen kann. Aber eins, na gut, das sage ich dann nochmal, nicht da herumklettern. Ja, interessante Sachen gibt es auch jedes Jahr zu Adventsbeginn. Nämlich rund um den Tacherner Wald und an vielen Orten werden Pyramiden angeschoben, sagt man dazu, beziehungsweise Schwibbögen wieder beleuchtet. Und die dann bis nach Weihnachten, Hochneujahr, uns sozusagen zeigen, dass wir in einer Winterszeit, weihnachtlichen Zeit uns befinden. Der Hirsch, der hier zu sehen ist, gehört eigentlich nach Grillenburg. Aber da gab es bei uns schöne Geschichten und man hat den ganz schnell versucht zu retten, hat den hier in Kurort Hartha am Kurplatz aufgestellt, weil Kurort Hartha mal auf seinem Briefkopf auch einen Hirschkopf hatte. Jetzt gehört Kurort Hartha mit zu Tachernd und der freut sich natürlich, wenn solche Veranstaltungen sind. Aber auch zu Ostern können wir in dieser Region wandern. Der Hirsch hat Besuch vom Osterhasen. Siehst du, ne? Das ist ja toll. Guckt mal die schönen Osterhasen, wie die hier rundherum sitzen. Es wird auch jedes Jahr eine Osterwanderung gemacht, auch hier vom Heimatverein organisiert, sodass man also im Tacherner Wald dann spazieren gehen kann. Nur noch etwas zur Geologie und den Gesteinen. Ich habe vorhin den Kugelpechstein gezeigt. Wir schauen hier bei dem großen Bild auf solche, ja, große Gesteinsbrocken, die auf dem Wege liegen. Und das ist auch der Weg, wo die Pferde entlanglaufen. Mit ihren Stollen reißen sie sozusagen die Oberfläche auf. Die großen Brocken bleiben liegen. Und wenn richtiges Regenwetter da niedergeht, ein toller Gewitterguss, dann spült das diese kleinen Kugeln frei, die ich vorhin hier gezeigt habe. Ja, und rechts oben haben wir ein Bild einer solchen Kugel, die da aufgeschlagen ist. Und da ist drin ein Stückchen Gneis, eine Besonderheit, weil der Vulkan musste sich durch mehrere Gesteinsschichten hindurch Platz schaffen und hat diese Gesteinsstückchen mitgerissen und sozusagen in dem Magma eingebunden. Und das sind diese kleinen Kugeln, die wir dann finden, die bis Kopfgröße haben können. Ja, also solche große Kugeln hätte man dort finden können. Ja, jetzt sind wir nochmal in diesem Basaltbruch Ascherhübel. Wir sehen also hier diese Basaltsäulen. Das ist so die tiefste Stelle, wo diese Säulen auch noch so sehr schön sichtbar sind, erhalten sind. Ja, ansonsten bricht langsam die Wand links und rechts herunter ein. Also dort besteht große Gefahr, da darf man also nicht dran klettern. Ja, da hat es schon böse Unfälle gegeben. Ja, an der Seite kann man dann solche gebogenen Säulen sehen, diese Basaltsäulen. Und das ist natürlich auch eine Besonderheit, die man nicht alle Tage erkennen kann und finden kann. Hier zeigt es, dass also der Vulkan Schlot, also da, wo das Magma aus der Erde herausgetreten ist, sich ganz in der Nähe befunden hat. Dazu gibt es auch eine Tafel in der Nähe des Hexenhäuschens, wo das alles erklärt wird, wie das passiert ist, warum gerade Säulen, warum gebogene Säulen und wie eine solche Säulenstruktur am Ende aussieht, sehen wir hier. Vielleicht wart ihr schon mal auf der Burg Stolpen. Das ist ja eine solche Basaltburg, also Basaltberg, und dort sieht man ganz wunderschöne fünf- und sechseckige Säulenstrukturen. Die haben wir zum Teil hier auch.
Ja, hier in der Mitte drin, nee, der ruckt nicht, sehen wir so etwa eine fünfeckige Säule. Dann haben wir so dreieckige Säulen. Also es ist eine tolle Struktur zu erkennen, wie das Magma damals erkaltet ist und wie sich solche Säulenstrukturen gebildet haben. Und was noch ganz interessant ist, da ist so halb in der Mitte, rechts vor dem kleinen Farnkrautbüschel, ein Sandsteinbrocken zu sehen. Dieser Sandsteinbrocken ist ein Zeichen dafür, dass das Magma damals auch durch die Sandsteinschicht hindurchgetreten ist und dann so teilweise Brocken halt mit hochgeschleppt hat. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ne? Hä? Nee? Nick mal ein bisschen, nick mal ein bisschen. Ja, hast verstanden. Wunderbar, das klappt doch. Ja, wenn wir weitergehen, mal im Tachernder Wald, dann können wir an der Warnsdorfer Quelle, wäre jetzt gut, wäre kühl, kühles, schönes, kühles Wasser, ne, bei der Temperatur, ganz toll. Naja, da ist also eine Quelle gefasst worden. Also man hat dort einen sagen wir mal, Brunnen zusammen aufgerichtet. Das war 1906. Und 1906 hat man dann eine Rohrleitung, eine Holzrohrleitung durch den Tachernder Wald bis nach Tachernd gelegt. Das sind ungefähr so 4,5 Kilometer. Und da läuft heute noch Wasser durch. Natürlich nicht mehr für die Stadt Tachernd, sondern für den Forstpark oben im Kurort Hartha. Dort hat man 2-3 Teiche angelegt und die werden gespeist von diesem Wasser hier mitten aus dem Tachernder Wald. Also auch nach so vielen Jahrzehnten funktioniert das noch. Natürlich müssen die Baggerfahrer aufpassen, dass an manchen Stellen da nicht die Leitung zerstört wird, wenn neu gebaut wird irgendwo, aber es funktioniert. Es steht zwar dran, kein Trinkwasser, aber hier gehen viele Leute her und füllen ihre Kannen und Kanister und holen dieses Trinkwasser sozusagen für sich zu Hause. Ja, ja, wenn wir gewandert sind, wollen wir natürlich auch uns mal ein bisschen ausruhen. Ne? Das gehört ja dazu. Unmittelbar daneben ist also dieser schöne Rastplatz. Ihr seht, da sind viele Bänke, ganz rechts sitzen noch ein paar Leute. Wenn es mal schauern sollte, kann man also auch in diese Hütte mal kurz verschwinden, warten, bis der Regenschauer vorbei ist. Und ja, das ist dann gar nicht so sehr weit weg von Grillenburg. Na? Also nördlich von Grillenburg kann man zur Warnsdorfer Quelle wunderbar wandern und hat hier die Möglichkeit, sozusagen Pause zu machen, Picknick zu machen. Ja? Und das nutzen auch viele Schulklassen oder große Kindergartengruppen oder Eltern mit Familien, um hier Pause zu machen. Jedes Jahr zu Pfingsten wird in Tachernd im breiten Grund dieser Kohlemeiler gezündet. Noch ist er nicht gezündet, von unten sehen wir diesen großen Haufen, der da tolle brennt. Und von dort wird dann das Feuer, die Glut genommen und wird da oben hineingeschüttet, wo jetzt die Leute stehen und kluge Reden halten. Ja? Und dann muss das so 14 Tage, 3 Wochen, je nach Größe des Kohlemeilers, schwelen, dass sozusagen Holzkohle entsteht. Die kann dann immer 4-5 Wochen später gekauft werden, also Holzkohle aus dem Tachernder Wald. Die muss also nicht aus China kommen. Ne? Also das ist durchaus denkbar. Was auch noch toll ist im Tachernder Wald, ist dieses sogenannte Walderlebnis bei Grillenburg. Ja, liegt unten im Tal der Triebisch mit vielen Möglichkeiten, wo man stundenlang die Zeit verbringen kann. Es geht auch ein Bächlein hindurch, da kann man tümpeln, ne, ein bisschen Wasser spielen ist doch was Schönes. Gerade bei den Temperaturen jetzt, ne, kann man nicht bloß die Füße ins Wasser halten, sondern auch so sich betätigen. Ja, es gibt da verschiedene Pfade. Eines ist sozusagen der Sinnespfad. Mhm. Da kann man nämlich hören, wenn man bestimmte Holzstücke anschlägt, klopft. Ne. Man kann fühlen, ist das was Raues, ja, ist das ein Zapfen einer Kiefer oder ein Zapfen von einer Fichte. Ja? Oder man kann eben auch riechen, denn frisches Holz, wenn es geschnitten ist, besonders Fichte, riecht für manche sehr sympathisch. Ja? Also auch diese Dinge kann man dort erleben und hat damit die Möglichkeit, sozusagen ja, seine Zeit mal sinnvoll zu vertun. Eine ganz andere Sache, die besonders in den Grundschulen, 3., 4. Klasse,
schon eine Rolle spielen kann. Nach dem Motto, bei einem dicken Baum, der da im Lande steht, wie groß ist denn der Umfang drumherum? Oder wie groß ist denn der Durchmesser dieser wunderschönen, dicken, fetten Buche, die hier steht? Naja, das haben wir mit Kindern gemacht, indem Kinder sich an den Händen gefasst haben, um den Baum herum. Und dann sind die Kinder weggetreten und haben sich beispielsweise in der Reihe unten hingestellt und auch genauso an den Händen gefasst, wie sie sich an den Händen gefasst haben, um den Baum. Ja, dann kann man das mit einem Gliedermaßstab oder anders messen oder schätzen. Und dann kann man sagen, okay, der Umfang beträgt 3,80 Meter. Und den Durchmesser kann man ähnlich bestimmen, indem sich die Kinder wieder so hinstellen, wie sie sich angefasst haben im Baum als Kreis und kann dann in der Mitte hindurch messen, wie dick ist denn der Baum? Ja, welchen Durchmesser hat der Baum? Ja, da haben manchmal schon einige ganz schön gestaunt, wie man so mit einfachen Mitteln so etwas bestimmen kann. Ja, wenn man nach Tachern kommt, diese über 800 Jahre alte Stadt oder Städtchen wurde geprägt durch eine Burganlage. Da hat es die Stadt Tachern noch gar nicht gegeben, sondern da hieß das kleine Siedlungsgebiet unten, wo die Handwerker wohnten, Granaten. Und auf dem Burgberg hat also auch das sächsische Herrscherhaus viele Jahre Zeit verbracht. Und die Königstochter aus Böhmen, die Sidonie, Sdena, hat ihre letzten Jahre hier verbracht, nachdem ihr Mann verstorben war, bis 1510. Naja, und wie das dann so ist, es wird dann nicht mehr so sehr genutzt. Dann schlägt man der Blitz ein, dann brennt die Hütte ab, in dem Fall die Burg, und die ist dann stückweise verfallen. Wurde freigegeben als Steinbruch. Man konnte also die dort vermauerten Steine nutzen zum Hausbau. Und teilweise wurde also das Schloss in Grillenburg mit solchen Steinen gebaut. Und da sind wir schon in Grillenburg. Ein wunderschöner Blick, sozusagen über den Gondelteich. Rechts haben wir die Pöppelmannbrücke. Man könnte denken, das sind runde Löcher da unten drunter. Nee, das spiegelt sich bloß so. Und im Hintergrund haben wir das Schloss, was viele Jahre zuletzt als Ausstellungsobjekt gedient hat. Die jagd- und forstkundliche Lehrschau, leider zurzeit nicht nutzbar. Und wie es mal weitergeht, wissen wir noch nicht. Die TU Dresden in Kooperation mit der TU Bergakademie Freiberg wollen das Gelände erschließen. Und dann hoffen wir immer, dass auch diese Dinge wieder Eingang finden. Denn es war eine ganz tolle, wunderschöne Ausstellung. Aber trotzdem, es lohnt sich mal. Man kann hier gondeln, man kann hier im Badeteich bei diesen Temperaturen sich ein bisschen abkühlen. Also Grillenburg hat schon was zu bieten. Ne? Ja, die Energieversorgung hier in Sachsen-Ost hat einen Energielehrpfad gestaltet mit vielen Elementen, so wie wir sie hier unten sehen. Das ist also eine sogenannte Schraube zum Hochheben von Wasser. Hat man auch im Bergbau benutzt, ja, Wasser anzuheben, indem man also eine Schraube eingebaut hat, um das Wasser auf eine höhere Stufe zu bringen. Ja, und da gibt es also viele solcher beschaulichen, zum Teil auch funktional stimmenden, also man kann da richtig drehen dran, ne, Elemente, im Tal der Roten Weißeritz, in Freital-Heinsberg beginnend, bis hinauf Richtung Malter. Dann geht es über die Höhe weg, nach Westen zu und dann kommt man in das Tal der Wilden Weißeritz. Und das ist hier zum Beispiel in Tachand, in der Nähe vom Kraftwerk. Es gibt ja auch hier Wasserkraftwerke in dieser Gegend. Ja, und da sind wir nochmal so fast dem Schluss geneigt. Nochmal der Waldgeist, und zwar hier mit der Kräuterfrau. Das sind also auch, diese beiden gehören zu unserem Gästeführerverein. Und wir haben also damit die Möglichkeit, auch den Gästen mal was anzubieten. Die Kräuterfrau hat also viele schöne Säfte und so weiter zusammengestellt, die man dann gut verdünnen kann. Und die würden dir jetzt auch schmecken, ne? Hm? Genau. Ja, und so sind wir schon fast am Ende. Noch ein Wort zum Bergbau. In Mohorngrund im Triebischtal haben wir das Mundloch des reichen Matthias. Wie wir hier sehen, im Hintergrund haben wir also dort einen entsprechenden
wunderschönen Eingangsbereich gestaltet mit einem Gitter davor, weil dahinter steht Wasser drin. Da kann man also diese Rösche nicht begehen, aber die Fledermäuse haben ihre Durchflugmöglichkeiten und die nisten und wohnen sozusagen da drin. Links steht die heilige Barbara, die Schutzgöttin der Bergleute. Die Frau Elias hat diese schöne Figur aus einem Eichenstamm mit der Motorsäge herausgearbeitet. Und wir sind stolz eigentlich als Förderverein Geologie im Tarnter Wald, dass wir hier ein solches schönes Ensemble, eine solche Zusammenstellung haben. Links davon steht noch eine große Tafel mit Erläuterungen, wo im Prinzip gezeigt wird, was hier alles machbar ist. Auch Fledermäuse sind da abgebildet, die hier drin in diesem Stollen wohnen. Ja, liebe Kinder, damit sind wir mit dem kleinen Spaziergang durch den Tarnter Wald am Ende. Ich heiße euch ganz herzlich mit euren Eltern, Großeltern, Klassenkameraden und so weiter willkommen im Geopark Sachsens Mitte mit einem freundlichen Glück auf. Danke. Recht herzlichen Dank, Herr Mögel, für diesen tollen Vortrag. Und Sie werden sehen, bereits heute Nachmittag geht der Ansturm auf den Tarnter Wald los. Oh ja. Es werden Völkerwanderungen von Kindern, Schulklassen durch den Tarnter Wald walzen. Na, ich hoffe nicht. Aber es ist ja Sommer, die Ferien stehen bevor. Ja. Und ich denke, es ist ein toller Tipp für Schulklassen, für Familien, mal in den Tarnter Wald zu gehen. Informationen, wie gesagt, zum Geopark auf der Homepage des Geoparks, auch wenn Veranstaltungen sind, wenn das Köhlerfest dort ist, dass der Meiler angezündet wird. Und gern auch Kontakt zu Ihnen aufnehmen und dann kann da ganz toll was passieren. Machen wir. Wir bedanken uns ganz herzlich, hoffen, dass wir Sie wieder mal in Freiberg begrüßen können. Vielleicht mit dem Geomobil, was ja auch eine tolle Sache ist, was Sie im Geopark haben. Ein Mobil, was auch in Schulen und zu Kitas kommt und dort Projekte veranstaltet. Zum Beispiel. Also Erzieher, Lehrer aufgemerkt, hier ist noch eine Möglichkeit, den Unterricht ganz spannend zu gestalten. Zu erleben. Christiane hat ein kleines Dankeschön für Sie. Mhm. Was wir jetzt mal ich bedanke mich aus herzlich. Der Ferne überreichen. Danke. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Und vielen Dank nochmal. Ich denke, Teolino hat es auch gefallen. Ja, ne? Er nickt. Er nickt. Ja, vielen Dank und bitte. Glück auf nach Tarent. Christiane, möchtest du noch was sagen? Ja, liebe Katrin, ich möchte noch einmal unseren Wettbewerb erwähnen, weil manche Kinder haben sich vielleicht jetzt erst zugeschaltet. Also auch dieses Mal gibt es wieder einen Wettbewerb für euch. Malt uns wieder ein Bild oder Fotos oder ganz neu, was wir auch gedacht haben, dass euch Spaß machen könnt. Dreht ein kleines Video zu Hause, entweder über Themen der Junior-Uni oder macht ein kleines Experiment zu Hause. Schickt uns auch dieses Video ein, genauso wie die Bilder und die Fotos, entweder per Mail oder per Post oder gibt's auch einfach persönlich im Campus Café SIZ in der Prüferstraße 2 ab. Einsendeschluss ist der 31.07.2021. Und bitte, ganz wichtig, vergesst nicht, schreibt euer Namen, euer Alter und die Adresse auf die Rückseite der Bilder und der Fotos auf, weil unser Teolino hier muss nämlich zum Einsatz kommen. Er wird aus den Einsendungen wieder 5 Büchergutscheine verlosen. Darum brauchen wir eure Adressen. Und jeder, der auch einen Beitrag einschickt, bekommt von uns auch wieder eine Überraschungstüte zugeschickt. Und die Ziehung mit Teolino findet im August statt. Da wird wieder ein Video gedreht. Das wird dann auf der Homepage wieder zu sehen sein. Und eure Bilder und Fotos, die werden auch wieder in einer kleinen Ausstellung im Lichthof des SIZ im Campus Café ausgestellt werden. Von Mitte August bis Ende September. Schulklassen und Kindergartengruppen können sich auch wieder gern als Gruppe beteiligen. Und die Videos, die ihr uns einschickt, die werden auch auf der Homepage der Uni mit veröffentlicht. Ja, Christiane hat ja nun mehrfach die Homepage erwähnt und da möchten wir hier nochmal an der Stelle einen Hinweis geben. Es gibt eine neue Homepage auf der Uni-Homepage, Uni für Kinder. Dort findet ihr
alle möglichen Informationen, was an der Universität für Kinder läuft. Da ist auch die Seite von den kleinen Forschern an der TU Bergakademie Freiberg. Auswärtige Angebote, sage ich mal, wie Geopark, Volkskunstschule, Öderan, Webmuseum. Da kommen noch mehr Angebote dann dazu. Dann könnt ihr also mit euren Eltern euch dort auf dieser Seite informieren. Dort finden monatlich auch neue Experimente Platz zum Nachmachen. Und ich habe hier mal noch einen Hinweis, es gibt auch einen Link zu den Mineralinos. Wir waren ja jetzt hier im Geopark unterwegs und wo viel von Gesteinen und Mineralen die Rede war. Die Mineralinos sind eine Arbeitsgemeinschaft in der Terra Mineralia und dort können Kinder von 7 bis 12 Jahren teilnehmen. Wer Mitglied bei den Mineralinos werden möchte, wer darüber was erfahren möchte, nimmt gern Kontakt auf mit der Museumspädagogin in der Terra Mineralia, mit der Christina Seifert, kann man da in Kontakt treten und da dann aktiv werden und vielleicht später mal auf den Weg als Geologe oder Mineraloge gehen. Schauen wir mal. Ja, hier an der Stelle machen wir eine kurze Pause. Der Teolino muss sich ein bisschen erholen, er muss was zu trinken bekommen, nicht dass er uns hier kollabiert. Und er erfolgt dann ein kleiner Umbau. Und wir sehen uns in wenigen Minuten wieder. Bis später. Tschüss. Tschüss. So. Herzlich willkommen zurück, liebe kleinen und großen Zuschauer, zum zweiten Teil unserer diesjährigen Junior-Uni hier im Livestream aus dem Hörsaal in der Prüferstraße in Freiberg. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch wieder zuschaltet und den nächsten Vortrag anhört. Wir begrüßen natürlich auch wieder Teolino, der sich ein bisschen erholt hat von der Hitze. Wir haben ihn aufgetankt, dass er die nächste Vorlesung auch gut verfolgen kann. Für die, die sich jetzt zugeschaltet haben, würde Christiane vielleicht noch ein paar Worte zum diesjährigen Wettbewerb sagen. Ja, Katrin, das mache ich sehr gerne. Es gibt auch dieses Mal wieder einen Wettbewerb für euch, für die Junior-Uni, über die Junior-Uni. Schickt uns bitte wieder ein selbstgemaltes Bild oder ein Foto. Oder auch ganz neu, wir haben gedacht, das könnte euch gut gefallen, dreht ein kleines Video zu Hause über ein Experiment, schickt es uns ein, auch die Bilder und die Fotos, entweder per Post, per E-Mail oder aber auch könnt ihr es im Campus Café SIZ in der Prüferstraße 2 auch persönlich abgeben. Bitte vergesst auch nicht, euren Namen und eure Adresse und euer Alter auf die Rückseite des Fotos oder des Bildes zu schreiben. Weil es wird natürlich wieder jeder, der einen Beitrag leistet, eine Überraschung bekommen. Und außerdem wird unser Teolino auch wieder diese Büchergutscheine ziehen. Da brauchen wir ihn ganz dringend wieder. Und das wird passieren, lieber Teolino, im August. Im August werden wir dann die Gewinner ziehen. Ein Video wird darüber gedreht werden und das wird dann auf der Webseite der Uni veröffentlicht werden. Der Einsendeschluss der Beiträge ist der 31.07.2021. Außerdem werden auch wieder eure Bilder und Fotos in einer kleinen Ausstellung präsentiert im Lichthof des Campus Café SIZ, wie es auch jetzt schon die Ausstellung ist, damit ihr eure Kunstwerke auch wieder bewundern könnt. So, liebe Katrin, ich gebe an dich weiter. Ja, ihr wartet ja alle sicher schon gespannt auf Heckers Hexenküche. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Joachim Hecker einen ausgesprochenen Experten für die Präsentation von Wissenschaft für Kinder hier in Freiberg begrüßen können. Jo Hecker ist ein studierter Elektrotechniker, kommt also richtig so aus dem Ingenieurbereich. Er war lange Jahre Redakteur und Wissenschaftsredakteur beim Westdeutschen Rundfunk, hat dort Veranstaltungen auch gemacht, ist Buchautor, hier mal eine kleine Auswahl von den Sachen, die er so geschrieben hat. Zum Beispiel Frag doch mal die Maus, vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Titel auch was. Das Raumschiff der kleinen Forscher, das Haus der kleinen Forscher, viele Experimentierbücher. Ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen Fans und Groupies vom Jo Hecker. Und er ist unterwegs rund um den Globus, von USA
bis nach Thailand, Russland, Indien und heute in echt in Freiberg. Herzlich willkommen, Jo Hecker. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute da sind und sind ganz gespannt, was in Heckers Hexenküche so alles los ist. Ganz lieben Dank, Christiane und Katrin. Wunderbar, ich freue mich total, dass ich hier sein kann in der TU Bergakademie Freiberg. Das ist echt eine große Ehre. Und wir haben eben bei Herrn Mögel gehört im Vortrag, in alten Bergwerkstollen, da leben Fledermäuse. Und so eine Fledermaus habe ich mitgebracht. Ja? Das hier ist Gaston, die Fledermaus. Und das ist ein guter Freund von mir und wir vertragen uns gut. Das Blöde ist nur, normalerweise schläft Gaston jetzt um die Zeit, denn Fledermäuse sind nachtaktiv. Das heißt, wenn ihr morgens in der Schule sitzt, dann hängen die irgendwo ab. Und wenn ihr nachts im Bettchen schlaft, dann fliegen die rum und suchen sich eine leckere Motte zum Essen. Ja, denn wir Menschen sind tagaktiv. Und Fledermäuse sind überhaupt ganz faszinierende Lebewesen. Wir können mal einsammeln, was die alles können, die Fledermäuse. Ja? Also Fledermäuse sind die einzigen fliegenden Säugetiere, also die einzigen Tiere, die lebende Junge gebären und fliegen können. Das ist toll. Die können mit dem Kopf nach unten schlafen. Das würde ich auch gerne können. Dann müsste ich morgens kein Bett machen und würde mich abends einfach in den Schrank hängen. Aber ich kann es leider nicht. Das ist doof. Du kannst es wunderbar. Und Fledermäuse, das ist ganz toll. Fledermäuse und Theolino, das würdest du bestimmt auch gerne können. Die können tatsächlich mit den Ohren sehen. Wie machen die das? Wie kann man denn mit den Ohren sehen, bitteschön, ey? Ganz einfach, wenn die Fledermäuse fliegen, dann schreien sie. Die schreien ganz laut, die Schreie eilen der Fledermaus voraus, werden von Bäumen, von Wänden zurückgeworfen und das empfangen die als Echo mit ihren Öhrchen und basteln sich daraus ein Bild ihrer Umgebung. Deswegen sagt man eben, Fledermäuse können mit den Ohren sehen. Ich würde das auch gerne, da müsste ich, wenn ich nachts auf die Toilette muss, nicht das Licht anmachen. Ich würde ein bisschen rumschreien, obwohl das wäre auch nicht so gut und wüsste, wo die Toilettentür ist. Ich kann es nicht, ich muss doch Licht anmachen. Fledermäuse können das. Das heißt aber, dass Fledermäuse, wenn sie nachts schreien, eigentlich ziemlich laut sind, oder? Bist du laut Schreimer? Hört ihr was? Ja, ich schreie da ganz laut, ja. Man kann nichts hören, denn Fledermäuse, die schreien mit Ultraschall. Und das sind Schreie, die für unsere menschlichen Ohren zu hoch sind, die können wir nicht hören. Deswegen sind Fledermäuse für uns scheinbar stumm. Noch ein Wort zu Fledermäusen. Es gibt Gruselfilme mit Fledermäusen. Ja? Da fliegen die auf Menschen zu, beißen den Hals. Die Menschen können anschließend nicht mehr schlafen, ja? Kriegen ganz lange Eckzähne, ja? Und haben Durst nach Blut und so einen Unsinn. Alles Quatsch. Fledermäuse, haben wir eben gehört, sind ganz faszinierende Lebewesen. Ja? Und jetzt lege ich Gaston mal zur Seite, weil der ist ja nachtaktiv. Also der darf jetzt schlafen, gell? Mach's gut, ja. Du darfst dich hier hinlegen, ja. Eine Runde pennen und wir machen weiter mit Ultraschall. Also, Fledermäuse machen Ultraschall, aber wie hört sich das denn an, Ultraschall? Wir Menschen können es normalerweise nicht hören, aber hier habe ich ein ganz spezielles Gerät mitgebracht. Das hier ist ein sogenannter Ultraschall oder Fledermausdetektor. Damit kann man Fledermäuse hören und das ist Magic. Hier vorne sitzt das Ultraschallmikrofon und hier an der Seite an dem kleinen Käbelchen, da kommt das raus, was das Gerät für unsere menschlichen Ohren übersetzt. Und wenn man damit auf die Pirsch geht, abends, nachts, wenn die Fledermäuse unterwegs ist, dann kann man Folgendes hören. Das habe ich mal mitgebracht, aufgenommen. Das hier ist eine Fledermaus und jetzt schauen wir mal, wie die sich anhört. Und hört einmal zu. So hört sich eine Fledermaus an. Als ob jemand gegen die Tür klopft oder auf den Tisch haut. Warum, bitte sehr, können Fledermäuse nicht vernünftig schreien? Warum können die nicht einen ganz normalen Schrei machen? So, warum müssen die so komisch knacksen? Das ist ganz einfach. Würden die einen normalen Schrei machen, dann würden ja das Echo überschreien. Die würden ja gar nichts mehr hören hier. Deswegen machen die einen Knackser, warten ab, bis sie das Echo gehört haben. Und erst wenn sie das gehört haben, machen sie den nächsten Knackser. Und je dichter die Knackser aufeinander folgen, desto dichter ist zum Beispiel die leckere Motte vor ihrer Schnauze. Ja? Ganz raffiniert. Aber hören wir mal weiter, ja? Wie Fledermäuse sich anhören. Das hier ist ein anderes Modell und wir spielen nochmal ab, wie die sich anhört, die Fledermaus. Also auch so ein Knacksen. Spannend, ja? Die Fledermäuse.
hören noch mal ein anderes Modell, ein drittes Modell. Das hier, was wir jetzt hören, ist die kleine Hufeisennase. Die hört sich an wie ein Alien. Ganz strange. Wir merken also, wenn wir mit so einem Gerät unterwegs sind, dann tauchen wir ein in eine völlig neue, in eine völlig fremde Welt, die unseren menschlichen Ohren normalerweise verschlossen ist. Ja? Aber Ultraschall ist überall. Nicht nur Fledermäuse machen Ultraschall. Auch hier ist Ultraschall. Im Hörsaal von der TU Bergakademie Freiberg haben wir Ultraschall. Ihr glaubt mir nicht. Das werde ich euch jetzt beweisen. Und dafür haben wir das Gerät hier an die Anlage angeschlossen. Und ganz herzlichen Dank an die Technik dort oben. Super Team. Ich bin völlig begeistert. Und jetzt mache ich das mal an, das Gerät. Passt mal auf. Und ich reibe meine Finger. Und die Hände. Und das macht Ultraschall. So einfach kann man Ultraschall machen. Jetzt klatsche ich mal in die Hand. Fast nicht zu hören. Denn im Reich des Ultraschalls ist alles genau andersrum. Das, was normalerweise ganz leise ist, das Fingerreiben, ist im Ultraschall ganz laut. Und das, was ganz laut ist, das Händeklatschen, das ist ganz leise. Ja, es ist alles andersrum. Aber hören wir einmal weiter. Hier habe ich eine Plastiktüte vom Einkaufen. Wie die knistert, das kennen wir alle. Also hör mal, das ist jetzt aber nichts Besonderes. Aber wie klingt diese Tüte bitte schön für eine Fledermaus? Das bekommen wir jetzt heraus. Ich schalte ein und... Hör mal eine Tüte, die macht ja mehr Lärm im Ultraschallbereich, den wir normalerweise nicht hören können, als im Schallbereich, den wir wahrnehmen. Gucken wir weiter. Hier habe ich Aluminiumfolie für die Stulle, fürs Pausenbrot. Ja? Wie die knistert, ist auch nichts Besonderes. Aber wie hört die sich für eine Fledermaus an? Das kriegen wir raus. Das ist die Alufolie. Die macht ganz viel Ultraschall. Hammer. Gucken wir mal weiter. Hier habe ich eine Rechnung. Möchte ich gar nicht bezahlen. Ja? Mach ich kaputt. Pass mal auf. Auch Papier macht Ultraschall, wenn man es zum Beispiel kann. Ja, also Ultraschall ist wirklich überall. Und auch Haustiere wie Hund oder Katze können sich ganz schön erschrecken, wenn man Papier zerreißt, weil für deren Ohren ist das ganz schön laut. So, gucken wir mal weiter. Hier, das ist ein Entfernungsmesser. Damit kann man das Kinderzimmer ausmessen, wie groß das ist. Ja? Ich schalte den mal ein. Und der arbeitet mit Ultraschall und hier vorne ist das Ultraschallmikrofon und da wird auch das Ultraschall wieder aufgenommen. Wie klingt das? Das hören wir uns an. Passt mal auf. Das klingt wie eine Fledermaus. Das macht auch die einzelnen Impulse. Und auch da ist es so, je dichter die Impulse aufeinander folgen, desto näher ist zum Beispiel das Ziel dann an diesem Entfernungsmesser. Wir Menschen nutzen Ultraschall zum Beispiel, jetzt auf dem Foto hier, auf dem Bild, zum Beispiel nutzen wir Ultraschall, um in den Körper reinzuschauen. Und das erste Foto von euch im Bauch eurer Mama, das ist mit Ultraschall entstanden. Da kann man nämlich in den Körper hineinhören mit Ultraschall und das ist zauberhaft. Das geht bei Menschen, das geht aber auch bei Tieren. Ja? Also auch in Hunde kann man reinhören. Als ich gestern zu Hause erzählt habe, dass ich in der TU Freiberg was über Ultraschall und Fledermäuse erzähle, da durfte ich mal ganz lange aufbleiben. Bis weit nach Mitternacht, bis es endlich dunkel war und bei uns zu Hause ganz, ganz still, ganz leise, habe ich gedacht. In Wirklichkeit war bei uns zu Hause ein Höllenlärm. Und was da so Lärm gemacht hat, das habe ich aufgenommen und mitgebracht. Da ist zum Beispiel der Dimmer in der Wand, mit dem wir die Helligkeit im Wohnzimmer regulieren. Der macht Ultraschall. 24 Stunden am Tag, ey. So hört sich das an. Oder das Schnurlostelefon in der Wand. Das macht Ultraschall und nicht zu knapp. Das hier
ist die Energiesparlampe in der Decke. Auch die macht Ultraschall. Als ich das gehört habe, ich war fertig mit der Welt. Ich bin in die Küche, habe den Wasserhahn aufgedreht. Was höre ich? Ultraschall aus dem Wasserhahn. Aber hört selbst. Das ist Ultraschall. Das sind die kleinen Luftbläschen im Wasserstrahl. Wenn die zerplatzen, dann gibt es jedes Mal einen Ultraschallknall. Wahnsinn. Aber mein Lieblingsteil, das ist hier meine alte HiFi-Anlage, ein ganz altes Schätzchen. Wenn die nachts alleine ist und sich einsam fühlt, dann pfeift es sich ein Liedchen. Aber nur im Ultraschallbereich, damit wir nicht wach werden davon. Das ist total aufmerksam. Gut, da ist also überall Ultraschall. Und wir machen jetzt nochmal Ultraschall live. Und ich habe hier mein Mittagessen dabei. Heute Mittag gibt es bei mir einfach nur Chips. Sehr lecker, sehr ungesund, aber ist nun mal so im Leben, ja? So, ich mache die Tüte mal auf und hole ein paar Chips raus. Und jetzt werde ich euch was voressen. Das ist richtig gemein, gell? So, pass mal auf, ich esse euch was vor, aber ihr dürft wenigstens dabei zuhören. Und ich mache das Ultraschallgerät an und... Chips machen Ultraschall. Habt ihr das gedacht? Also ich habe das noch nicht, weiß das noch nicht lange. Wir sind ziemlich trocken. Jetzt brauche ich mal ein bisschen was zu trinken. Muss man wieder runterspülen. Gerade an die Storchenbeine ganz kross. Das Sprudelwasser macht auch Ultraschall. Das werden wieder die kleinen Luftbläschen sein. Wenn die oben verplatzen, dann gibt es jedes Mal einen Ultraschallknall. Also, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, vor der EM und Chips isst und Cola dabei trinkt, dann macht ihr jede Menge Ultraschall. Ja? Auf den Ultraschall. Hat jemand von euch einen Schlüsselbund? Jetzt gucken wir mal nach dem Schlüsselbund. Die Katrin hat einen wunderbar. Ach, das ist so ein richtiger Hochschulschlüsselbund mit ganz vielen Schlüsseln dran. Katrin, Dankeschön, das ist total nett. Also, ein waschechter Schlüsselbund und wie der klappert, das kennen wir, das ist nichts Besonderes. Aber wie bitteschön hört sich so ein Schlüsselbund für Fledermäuse an? Das bekommen wir wieder raus. Ich schalte an und... Der macht auch jede Menge Spuk im Ultraschallbereich. Und da gibt es jetzt ein schönes Experiment. Da könnt ihr nämlich mal rausgehen, ist genau die richtige Jahreszeit dafür. Ihr geht mal raus nachts oder abends, wenn es dämmert, schon dunkel wird, stellt ihr euch unter der Straßenlaterne, wo oben unter der Lampe ganz viele Insekten kreisen. Und dann greift ihr in eure Hosentasche und holt euren Schlüsselbund hervor. Und ihr macht diesen hier. Und dann könnt ihr plötzlich sehen, wie einige Insekten abstürzen. Die fallen vom Himmel wie abgeschossen. Warum das? Die hören den Ultraschall vom Schlüsselbund. Und die denken, das sind die Jagdrufe einer Fledermaus, die sich schon die Serviette umgebunden hat und auf der Jagd nach Abendbrot ist. Und deren Fluchtinstinkt ist, dass sie sich sofort fallen lassen, sobald sie eine Fledermaus hören. Aber Insekten haben ja keine Wohnungen. Deswegen haben die auch keine Wohnungstüren und auch keine Wohnungsschlüssel. Die verwechseln den Wohnungsschlüssel mit einer Fledermaus. Und weil Insekten sich irren können, kann man an einem lauen Sommerabend mit einem ganz normalen Schlüsselbund dicke, fette Motten vom Himmel holen. Einfach mal ausprobieren. Viel Spaß und gutes Gelingen. Danke, Katrin. Perfekt gefangen. Klasse. Gut, also Ultraschall können wir nicht sehen, nicht hören. Es gibt aber auch noch viele Dinge, die wir nicht sehen können. Und jetzt machen wir eine Reise in die unsichtbare Welt. Und dafür baue ich hier vorne ein bisschen um. Hier habe ich eine kleine Blackbox. Und in dieser Blackbox befindet sich eine super-duper Spezialkamera. Und die mache ich jetzt mal an mein Handy. Und dann bitte ich die Katrin mal hier, die Kamerafrau zu spielen. Ups, so. Denn jetzt
wenn die Technik mitmacht, können wir tatsächlich, bitte schön, Katrin, stell dich mal da vorne hin, ja, so, Vorsicht, unten ist die Kamera, genau, denn jetzt andersrum drehen, nee, drehen, mal, dass du was siehst, genau, so, genau, und dann können wir mal umschalten, denn jetzt, Ladies and Gentlemen, seht ihr mich im Infrarotbereich. Ihr könnt jetzt mit dieser Kamera, könnt ihr Wärme sehen. Und das ist magisch. Und ihr könnt sehen, mein Kopf, der ist ziemlich heiß. Weil die Hälfte unserer Körperwärme verlieren wir Menschen über unseren Kopf. Ihr könnt sehen, meine Nase, die ist ein bisschen kalt, ja, weil hier ist gute Klimaanlage, sehr, sehr angenehm. Meine Finger sind auch ein bisschen kalt, ja, weil ich aufgeregt bin. Und meine Brille sieht kalt aus. Das liegt aber nur daran, dass Brillengläser keine Wärmestrahlung durchlassen. So, das kann man damit sehen, mit Infrarot. Nochmal ganz kurz, was bitte sehr ist Infrarot oder wo ist das? Nochmal auf die Folie schalten und dann sehen wir, das sind alle Farben des Regenbogens, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Lila und ganz links, ja, das können wir nicht mehr sehen, dort ist das Infrarot und auf der anderen Seite, wen es interessiert, da ist das Ultraviolett. Gut, und jetzt nehme ich ein Blatt Papier, lege das hier vorne hin und ich kritzel ein bisschen drauf herum. So, das ist nichts Besonderes. Aber wie bitte sieht das mit einer Infrarotkamera aus? Das schauen wir uns jetzt an. Und guckt euch mal diesen kleinen Film an. Umschalten. Und dann könnt ihr sehen, die Spitze vom Bleistift, die wird richtig heiß. Weil der Bleistift, der reibt auf dem Papier, Reibung erzeugt Wärme und er fängt an zu leuchten wie eine Glühbirne. Das ist doch interessant, ja? So, wie bekommt man das Gekritzel wieder weg? Ganz klar, mit dem Ratzefummel, ja? Radiert man das weg, so. Aber wie sieht das aus mit Infrarotaugen betrachtet? Das schauen wir uns im nächsten Film an. Guckt mal hier. Das ist der Radiergummi. Und ihr seht, auch da wird es richtig warm, weil auch da haben wir wieder Reibung. Reibung erzeugt Wärme und sogar die Flusen vom Radiergummi, die werden richtig warm. So, das ist das Radiergummi gewesen. Gut, und jetzt machen wir nochmal Ultraschall live hier. Und ich bitte nochmal die Katrin nach vorne mit der Infrarotkamera. Und hier habe ich einen Luftballon und den ziehe ich in die Länge, das ist nichts Besonderes. Aber wir schauen uns das Ganze nochmal im Infraroten an. Ja, nochmal, genau. Und dann sehen wir, der Luftballon, der wird richtig heiß. Der wird richtig warm, denn ich tue Energie in den Ballon rein und die wird umgewandelt in Wärme. Das kann man sehen, das kann man auch spüren, wenn man sich den Luftballon an die Oberlippe hält. Dann merkt man, der wird hier richtig warm. Wir probieren noch mal was aus. Ich mache mal die Tafel. Ich gehe mal an die Tafel und ich halte mal meine Hände an die Tafel. So, zähl mal rückwärts bis 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und die Katrin filmt und dann können wir meine Handabdrücke an der Tafel sehen. Das heißt, mit Infrarot kann man in die Vergangenheit schauen. Man kann sehen, was da war und man kann sehen, die Tafel ist frisch geputzt. Ich spiegel mich da drin und mal gucken, ob der Tiolino sich drin spiegelt. Guck mal hier hin, Tiolino, ja, ob man dich sehen kann. Man sieht auf jeden Fall, der Tiolino hat ziemlich heiße Beine. Das kann man sehen. Warme Arme, ja, und oben hat er auch so ein warmen Balken, ja. Da kann der Tiolini nämlich rausschauen. Gut, das ist Infrarot. Und jetzt puste ich den Luftballon mal auf. Und da kann man schon was anderes sehen. Nämlich durch diesen Luftballon kann man durchschauen. Der Luftballon ist für Infrarotstrahlung praktisch gar nicht da. Der ist durchsichtig. Das liegt daran, dass die Haut vom Luftballon ziemlich dünn ist. Im Luftballon ist Luft, Luft ist ein Gas und da kann Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung durch. Und das ist richtig magisch. Zack, da fliegt er. Gut, aber was wäre jetzt, wenn im Luftballon keine Luft wäre, sondern Wasser?
Das schauen wir uns auch nochmal an. Hier habe ich einen Luftballon, einen echten TU Freiberg Luftballon mit Wasser drin. Und wie sieht das aus? Und da kann man sehen, durch die Luft oben, da geht die Wärmestrahlung durch, aber nicht durch das Wasser. Das schafft die Wärmestrahlung nicht. Da ist das Wasser zu dicht. Luft ist nicht so dicht wie Wasser. Da geht Wärmestrahlung durch die Luft, aber nicht durchs Wasser. Gut, danke Katrin, super gemacht. Du bist eine fantastische Infrarotkamerafrau. Dankeschön. Gut, und genau das ist auch der Grund, dass Astronomen, die mögen es nicht, die lieben es, mit Infrarot in das Weltall zu schauen. Weil wenn man mit Infrarotaugen ins Weltall schaut, da kann man bis zum Ende vom Universum gucken. Durch Gasnebel und Staubwolken hindurch, wie im nächsten Bild, das sind die berühmten Säulen der Schöpfung, ganz berühmt im Weltall. So sehen sie aus in sichtbarem Licht und so sehen sie aus mit Infrarotaugen. Und da kann man tausende, ach was, Millionen Sterne mehr sehen, weil man eben hindurchschauen kann. Das ist ziemlich cool. Aber gehen wir zurück auf die Erde. Das sind meine beiden Frühstückseier von heute Morgen. Die waren sehr lecker und man kann sehen, die haben eine unterschiedliche Farbe. Links ist ein braunes Ei, rechts ist ein weißes Ei. Und wie sehen die aus mit Infrarotaugen betrachtet? Absolut identisch. Die sehen genau gleich aus, also ich sehe keinen Unterschied. Und ich denke mal, wenn wir Menschen mehr mit Infrarot schauen würden, dann hätten wir viel weniger Probleme auf der Erde, weil es shit egal ist, ob jemand grün, gelb, schwarz, rot oder blau ist. Ja, die Hautfarbe ist völlig unwichtig. Übrigens nicht nur mit Infrarot. Und wir waren lange nicht mehr unterwegs jetzt mit Corona. Ich hätte Lust, mit euch mal ein bisschen wohin zu gehen, wo wir lange nicht mehr waren. Wisst ihr was, wir gehen mal in den Zoo. Habt ihr Lust? Da gibt es ja total viele Tiere und ich mag ja Elefanten. Wir gehen mal ins Elefantenhaus. Einverstanden? Okay, kommt mal mit. Das hier ist ein Elefant im Elefantenhaus. Und ihr seht, der hat ganz kühle Ohren, weil der regelt seine Körpertemperatur mit seinen Flatterohren. Und noch etwas kann man sehen bei dem Elefanten. Das hier, das hat er ganz frisch fallen gelassen. Das ist noch nicht sehr alt. Gut, gucken wir weiter, denn das hier ist eine kleine Straßenszene. Wir gehen nochmal spazieren, nicht durch Freiberg, durch irgendeine andere Stadt. Und da sehen wir einen kleinen Stadtpark und da sehen wir Hunde und eine Frau geht da mit Gassi. Achtet mal auf den weißen Hund. Was macht der weiße Hund? Ups, der lässt einen fahren. Also, Hunde machen das, aber Menschen natürlich auch. Hier am Bankautomaten mal ebenso zwischendurch. Also Hunde tun es, Menschen tun es. Männer machen es hier an der Bushaltestelle. Zack, schon geht's besser. Ja? Und natürlicherweise, logisch, das haben wir uns schon gedacht, Frauen machen das natürlich auch. Hier in der U-Bahn-Station. Zack. Und auch Infrarot kann man sehen. Immer cool bleiben. Ich weiß nicht. Ein Schritt zur Seite und der Käse ist gerollt. Ja? Also, das kann man mit Infrarot sehen. Und deswegen mag ich kein Infrarot. Ich liebe Infrarot. Kommen wir zu etwas anderem, was man auch nicht sehen kann. Und das ist Strom. Hast du schon mal einen Stromschlag bekommen? Ja, Gott sei Dank, ich auch nicht. Aber Strom können wir nicht sehen. Wir merken es meistens, wenn es zu spät ist. Ja? Und ich habe hier mal ein kleines Gerät mitgebracht. Einen Zauberstift. Den schließe ich jetzt mal hier an die Anlage an. Und das ist ein Stromleitstift. Und der schickt einen kleinen Strom durch den menschlichen Körper in dem Fall. Ich fasse mal rechts an und links und dann kann man einen Ton hören. Ja, und jetzt, wenn ihr diesen Ton hört, dann fließt ein Strom rechts in meinen Arm rein, durch den Oberkörper durch und am linken Arm wieder raus. Ja? Kann man hören. Ich leite nämlich ziemlich gut Strom, wie wir überhaupt alle ziemlich gut Strom leiten, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir Menschen aus Wasser bestehen. Deswegen leiten wir saugut Strom. Und jetzt tauche ich den Stift mal mit einem Ende hier in mein Trinkglas und fasse mit dem anderen Finger an der anderen Stelle rein und dann kann man hören, das Trinkglas, das Wasser da drin, das leitet Strom. Ja? Also, Wasser leitet ziemlich gut Strom. Und jetzt habe ich hier
einen polnischen Schnürsenkel. Der ist aus Breslau, aus Wroclaw. Und den hole ich mal heraus, den nassen Schnürsenkel. So. Und befestige den hier am Stift. So. Und der ist feucht, deswegen leitet der Strom. Und jetzt probiere ich mal was aus. Ich bin nicht besonders musikalisch, aber das kriege ich vielleicht hin. Hat man das verstehen können? Das waren alle meine Entchen, ja. Und das funktioniert, weil Wasser Strom leitet und ein nasser Schnürsenkel auch. Schöne Sache, wunderbar. Gut, das ist die Sache mit dem elektrischen Strom und warum wir Menschen einfach saugut Strom leiten. So, tue ich mal wieder hier hin. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich sehe gerade, jetzt machen wir was kaputt. Ich habe Lust, was kaputt zu machen, einfach so. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass wenn eine Tasse auf den Boden fällt, die immer in eine gerade Anzahl von Scherben zerspringt. Ja, möchte ich euch mal zeigen. Schöner glatter Boden, wunderbar. Wir machen es aber nicht einfach so, das wäre zu langweilig. Wir bauen ein bisschen was auf und zwar nehmen wir einen Kochlöffel und eine Schnur ist an der Tasse und okay, jetzt lassen wir die Tasse runterfallen und kaputt gehen. Und ich sage nur, auf den Becher, fertig, los. Und ihr seht, der geht gar nicht kaputt. Ja, Gott sei Dank, ich mache doch nicht meinen eigenen Becher kaputt hier. Wer bin ich denn? Aber man kann etwas anderes sehen. Nämlich der Schlüsselbund, der am anderen Ende der Schnur war, der hat sich hier um den Löffelstiel gewickelt. Das ist richtig magisch. Und pass mal auf, Tiolini, du kannst mir mal helfen. Ja, du hältst bitte mal den Schlüsselbund fest, aber nicht loslassen, ja, feste zugreifen, ja, nicht loslassen, auch wenn ich das sage. Wie bitte sehr funktioniert das? Also, hier hängt der Becher an der Schnur. An der anderen Seite hängt der Schlüsselbund. Wenn der Tiolino loslassen würde, was er jetzt nicht macht, dann fällt natürlicherweise die Tasse nach unten. Aber der Schlüsselbund fällt auch nach unten. Und das Schnurende, wo der Schlüsselbund dran hängt, wird immer kürzer. Und deswegen bekommt der Schlüsselbund immer mehr Schwung. Und am Ende hat er so viel Schwung, dass er sich nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals um den Löffelstiel drum wickelt. Danke, Tiolino. Vielen Dank. Ja. Und das ist derselbe Effekt wie bei der Eisprinzessin. Wenn die auf dem Eis mit ausgebreiteten Armen eine Pirouette macht und die Arme an den Körper legt, dann dreht sie sich viel schneller und noch viel eleganter als ich. Ja? Das ist derselbe Effekt. Und das funktioniert nicht nur mit dem Löffel, das funktioniert auch mit dem menschlichen Körperteil, nämlich mit dem Finger. Und ich sage nur auf den Finger fertig. Ja, funktioniert auch mit dem Finger. Und ich habe das, die Chips mal in Thailand ausprobiert mit thailändischen Lehrern und ihr könnt mal gucken, was thailändische Lehrer machen. Ja? Die machen das mit dem Hals, geht auch super gut, aber danach bekommt man ein bisschen schlechter Luft. Das kann ich euch sagen. So, und jetzt habe ich eine ganz große Bitte an euch. Ihr habt eine Hausaufgabe für heute Nachmittag. Ihr sucht euch bitte mal eine Tasse. Ihr sucht euch eine Tasse aus dem Küchenschrank, nehmt eine Schnur, so ungefähr 1 Meter lang und eine schwere Schraubenmutter oder zwei alte Schlüssel und dann verbindet ihr das, wie ich das hier gemacht habe, an den Henkel, das eine Ende der Schnur festknoten, das andere Ende an die Schlüssel. Und dann probiert ihr das Experiment mal aus und übt und übt und übt. Und wenn es gut funktioniert, dann nehmt ihr eine richtig schöne Tasse, wo das Herz eurer Eltern dranhängt. Ja, oder eine Teekanne. Irgendwas ziemlich Wertvolles. Und dann macht ihr eine dicke Bettdecke auf euer Bett und probiert das aus. Und wenn ihr euch absolut sicher seid, dass es funktioniert und dass ihr das hinbekommt, dann zeigt ihr das mal euren Eltern und Großeltern über dem blanken Küchenfußboden. Und dann, wenn ihr den Schlüssel loslasst, könnt ihr ein ganz seltenes Naturschauspiel beobachten. Diese Chips. Was nämlich mit Erwachsenen passiert, wenn denen das Blut in den Adern gefriert.
Toll. Unbedingt mal ausprobieren. Wer macht mit? Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wunderbar. Das war's von meiner Seite. Mit der Tasse unbedingt einmal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Vergnügen und bitte bleibt neugierig. Tschüss. Gerne. Tiolino, klopf mir mal auf den Rücken. Sehr gut, geht gleich besser. Tiolino, ich bitte mal. Vielen Dank, Joachim Hecker, für diese magischen Momente von hörbaren und nicht sehbaren Erlebnissen. Wir sind begeistert und wir probieren es auch aus. Mal sehen, ob Kinder auch erstaunen. Genau. Wenn wir so die Lieblingstasse nehmen. Prima. Chips waren ganz schön trocken. Also, und scharf. Oh, 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 oh. Ja, wir sind leider schon am Ende unserer heutigen Junior-Uni mit dem wunderbaren Vortrag von Rolf Mögel über den Geopark Sachsens Mitte, mit der spannenden Vorlesung aus Heckers Hexenküche. Auch beim Jo Hecker möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Christiane überreicht mal das Geschenk. Oh, nein, und sie zeigt mal nicht, dass wir hier leere Tüten verschenken. Also auch der Rolf Mögel hat so eine Flasche für Reisen, Wandern. Passt auch farblich. Doch. Passt gut, ne? Ist doch ein perfektes Geschenk. Wir bedanken uns nochmal bei allen beiden Vortragenden recht herzlich. Und ich denke, Christiane sagt zum Schluss nochmal was zum Wettbewerb für die, die sich später jetzt zugeschaltet haben. Und dass ihr es nicht vergesst, was ja, in den nächsten Tagen für Aufgaben auf euch warten. Bitte schön, Christiane. Ja, hier nochmal die Infos zum Wettbewerb. Auch dieses Mal wieder ein Malwettbewerb. Schickt uns euer selbstgemaltes Bild oder ein Foto. Ihr könnt es per Post schicken, ihr könnt es per E-Mail schicken, ihr könnt es aber auch im Campus Café SIZ in der Prüferstraße 2 einfach abgeben. Zusätzlich wäre es auch schön, wir haben das nämlich erweitert, unseren Wettbewerb, dreht ein kleines Video zu Hause über ein Experiment, das könnt ihr uns auch zuschicken. Und bitte vergesst auch nicht euren Namen, euer Alter und die Adresse auf die Rückseite des Bildes und der Fotos mit drauf zu schreiben, weil jeder, der bei uns mitmacht, bekommt eine Überraschungstüte geschickt. Und außerdem brauchen wir unseren Teolino dann, der dann die Bilder zieht, die dann verlost werden unter den, also die Büchergutscheine werden verlost unter den Einsendern. Teolino wird das ziehen. Da wird ein Video da produziert, das wird dann auch hochgeladen auf der Website der Universität. Und das wird im August passieren. Einsendeschluss ist der 31.07.2001. Die Videos, die ihr uns einschickt, werden auch auf der Homepage der Uni mit veröffentlicht. Und außerdem werden dann auch eure Bilder wieder zu einer kleinen Ausstellung konzipiert. Die werden dann auch wieder im Lichthof des Campus Café SIZ mit ausgestellt werden. Schulklassen und Kindergartengruppen können auch wieder sich gerne als Gruppe mit beteiligen. Genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch, den Zuschauern, einen schönen Samstagnachmittag, ein schönes Wochenende zu wünschen. Einen wunderbaren Sommer ohne Beschränkung, dass ihr machen könnt, was ihr wollt, mit euren Freunden, mit der Familie. Wir verabschieden uns von Teolino mit dem Ausblick auf die nächste Junior-Uni zur Weihnachtszeit. Wir machen also zu Weihnachten nochmal eine Kindervorlesung. Seid gespannt. Und wenn ihr Informationen dazu braucht, einfach auf die Homepage der Universität gehen, dort bei Uni für Kinder. Dort sind alle Informationen zu finden zum Wettbewerb, zu den Veranstaltungen, die Links zu den Videos, die aufgenommen wurden von der heutigen, aber auch von der letzten Kinderuni. Dort findet ihr Experimente. Also ganz, ganz viel Wissenswertes für euch zum ja, Gestalten der Freizeit oder in der Klasse oder in der Kindergartengruppe. Bleibt schön gesund, bleibt optimistisch und fröhlich. Bis Dezember, hoffentlich dann live hier im Hörsaal Prüferstraße an der TU Bergakademie Freiberg. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.